Zum Filmstart von A Cure for Wellness, der am 23. Februar 2017 in allen deutschen Kinos erscheint, stellen wir uns die Frage, ob uns die moderne Gesellschaft dazu bringt, dass wir uns krank fühlen. Macht uns die moderne Welt wirklich krank? Eine Krankheit ist in uns. Sie brodelt in uns wie Gallensaft, der den bitteren Geschmack in unserem Mund hinterlässt. Sie ist in jedem von Ihnen, die um diesen Tisch sitzen. Nur wenn wir wissen, was uns krank macht, können wir auf Heilung hoffen. Der Film. Der Film spielt zum größten Teil in der Schweiz, wohin der junge Angestellte Mr. Lockhart geschickt wird, um den Chef seines Unternehmens zurückzuholen, der dort schon viel zu lange verweilt. Im Sanatorium angekommen, stellt er zu viele kritische Fragen. Ihm wird von den anwesenden Ärzten diagnostiziert, selbst krank zu sein, und er gerät in die Mühlen des Systems, aus dem es unmöglich scheint, herauszukommen. Zwischen medizinischen Behandlungen und Wellness fristen die Patienten, die eigentlich eher Gefangene sind, ein Leben fernab der Zivilisation. Die Entfremdung. Einfach waren die Zeiten, als der Mensch noch mit der Natur im Einklang lebte und sein Alltag weder von Dienstplänen, Meetings noch von Depressionen oder Suchtkrankheiten negativ beeinflusst wurde. Wer am Leben bleiben wollte, konnte sich solche Nebensächlichkeiten schlicht nicht leisten. Die moderne Gesellschaft nimmt uns unglaublich viele Probleme ab. Wir müssen keine Angst haben, von Löwen gefressen zu werden, und meistens lässt uns auch das Nachbardorf in Ruhe und droht nicht, uns zu überfallen und uns zu bestehlen. Andererseits entfremden wir uns immer mehr von den elementaren Dingen und suchen einen Sinn im Leben. Wellness. Wellness ist der Begriff unserer Zeit. Die Menschen wollen nicht nur gesund sein, sie wollen sich wohlfühlen. Von der Cremedusche fürs Bad bis zur Luxuskur ist die Spanne riesig. Ist das gut für uns? Macht uns all die Wellness glücklich oder krank? Kann sie überdecken, dass fast alle Menschen ein sinnloses Leben leben und irgendwann sterben? Im Film A Cure for Wellness werden diese Fragen aufgegriffen. Es soll ein kritisches Licht auf den Hype um Wellness geworfen werden, der uns einerseits einredet, irgendwie krank zu sein, uns aber auch sofort die vermeintliche Lösung dafür anbietet. Machen wir uns selbst krank? Der Regisseur des Films, der übrigens auch für The Ring verantwortlich war, hat eine klare Botschaft. Mit euren kleinen Krankheiten wird ein Geschäft gemacht. Euch wird eingeredet, dass ihr mangelhaft seid, weil euch das zu zahlenden Kunden macht. Natürlich muss Menschen mit ernsten Krankheiten, egal ob psychisch oder körperlich, geholfen werden. Es ist aber nicht so, dass wir nur weil wir mal müde oder traurig sind, schlechtere Menschen seien, die sofort ein Medikament gereicht bekommen müssen. Hören Sie sich mal zu. Sie sind kein gesunder Mann. Sie wollen mir einreden, ich wäre verrückt. Was passiert mit mir? Das gehört alles zum Heilungsprozess. Es gibt keine Heilung! Wie würde es euch gehen, wenn ihr auf einmal ohne die moderne Zivilisation leben müsstet? Verratet es uns in den Comments. Ich würde Ihnen gern eine Therapie empfehlen.